Hallo, ich bin Michael und in diesem Video zeige ich dir, wie du mit dem Website-Builder von GoDaddy deine Website bauen kannst. Alles, was du dazu brauchst, habe ich dir im Beschreibungstext unter diesem Video verlinkt. Ich zeige euch das jetzt am Beispiel von GoDaddy und dazu hole ich mir erstmal einen kostenlosen Account. Wie immer brauchen wir hier E-Mail-Adresse, einen Benutzernamen und ein Passwort. Sobald das Konto erstellt ist, kommt man in den Website-Baukasten. Dort wählst du als erstes die Kategorie für deine Website. In diesem Fall machen wir jetzt einfach mal ein Nagelstudio. Wenn ihr ein Steuerberater oder ein Handwerker oder ein anderes Unternehmen seid, könnt ihr hier eine andere Kategorie auswählen. Danach kommt der Name der Website, in diesem Fall der Name des Nagelstudios. Wir wollen jetzt die Website selbst erstellen. Dazu wählen wir ein Theme. Falls ihr eine besondere Markenfarbe habt, könnten wir jetzt auch einen benutzerdefinierten Hexadezimalcode eingeben. Auch die Schriftart kann man hier wählen. Wir werden die Grundlagen der Website jetzt so einrichten, dass die Kunden den Schönheitssalon oder das Nagelstudio sowohl vor Ort finden als auch online. Um uns online zu finden, müssen die Kunden natürlich unseren Domainnamen eingeben. Dabei handelt es sich um die Webadresse, unter die der Besucher uns erreichen kann. Dafür haben wir zwei Optionen. Bei GoDaddy gibt es eine kostenlose Webadresse unter godaddysites.com. Das ist das, was wir hier oben unter der Seite sehen. Du kannst aber auch deinen eigenen Domainnamen verwenden. Hier könnt ihr sehen, was vorgeschlagen wird oder weitere Domainnamen suchen. Jetzt kann man die Website noch mit den Social-Media-Konten verbinden, damit die Besucher auch dort noch folgen können. Okay, grundlegende Website-Einrichtung ist erledigt. Das war jetzt relativ einfach. Jetzt steigen wir ein bisschen tiefer ein, aber auch da bleibt es einfach. Wir haben jetzt ein Theme, einen Website-Namen und unsere grundlegenden Informationen aktualisiert. Derzeit haben wir nur eine Seite, die Homepage. Je nach ausgewählter Geschäftskategorie können aber auch andere Seiten vorhanden sein. Na, ich klicke jetzt auf Home, um die Änderungen vorzunehmen. Fangen wir oben an mit der Kopfzeile. Das hier ist der Fokuspunkt der Website. Das erste, was Besucher sehen, wenn sie auf die Website kommen. Das sollte natürlich toll aussehen und was hermachen. Alle Bilder, die wir auf unserer Website sehen, können ausgetauscht werden. Na, wir wollen mal das Titelbild hier ändern und wechseln in das Archiv, um die Bilder zu sehen, die im Voraus hochgeladen wurden. Wenn wir hier ein Bild gewählt haben, können wir auch ändern, wie es auf die Website eingepasst werden soll. Wenn wir ein Logo hätten, könnten wir es hier auch hochladen. Bei der Gelegenheit können wir auch den Text ändern, der auf der Website hier erscheinen soll. Die Homepage erstellt am Anfang je nach Geschäftskategorie automatisch Seiten und Abschnitte. In diesem Fall bei einem Nagelstudio sehen wir den Abschnitt über uns, Services und Icons für soziale Netzwerke und Kontakt. Das alles kann geändert, neu sortiert oder entfernt werden. Na, jetzt werden wir noch den Slogan hier ändern. Und fügen noch eine Seite für unsere Services hinzu. Fügen wir einen neuen Bereich hinzu. Und wir wollen ein Menü unserer Services und Preise haben. Welche anderen Inhalte können wir hinzufügen? Mal sehen. Später kommt vielleicht noch eine Website mit einem Blog dazu. Oder wir könnten Kunden ermöglichen, Termine zu buchen oder einen Online-Shop einrichten, Produkte zu verkaufen oder Zahlungen entgegenzunehmen. Bei einem Restaurant könnten wir mit OpenTable das Ganze synchronisieren, damit Besucher Tische reservieren können. Das alles kann hier erledigt werden. Na, jetzt sind wir fast fertig. Sehen wir das Ganze vor dem Veröffentlichen nochmal an. Jetzt müssen wir veröffentlichen. Unsere Website ist jetzt online und Besuchern zugänglich. Wir werden bestimmt später nochmal ein paar Ideen haben, die wir hinzufügen könnten. Dazu könnten wir uns jederzeit wieder hier anmelden und Updates vornehmen. Wir könnten auch die Statistik zur Performance unserer Website anzeigen, wenn das mal ein paar Tage in Betrieb ist.
Ich hoffe, dieses Video hat dir gezeigt, wie einfach es ist, mit dem Website-Builder von GoDaddy deine Website zu bauen. Ich freue mich natürlich jetzt, wenn du den Kanal von GoDaddy abonnierst, denn dort haben wir noch viele weitere Erklärvideos und Tipps zum Bau deines Online-Business. Viel Spaß damit!